nicht nur hier für den Fußball, sondern auch abseits des Fußballs versuche ich Krafttraining zu betreiben. Ist für mich ein ganz guter Ausgleich und hilft mir auch, den Kopf frei zu bekommen. Wir starten anfangs der Saison in der Vorbereitung hauptsächlich mit Muskelaufbautraining, gehen dann mit den Wiederholungszahlen auf 10 bis 15 Wiederholungen, gehen innerhalb der Saison da weiter runter, machen dann irgendwann nur noch 5 Wiederholungen auf Maximalkraft. Und in der Saison zum Ende hin fahren wir dann runter auf Schnellkraftniveau, das heißt die Gewichte gehen weiter runter mit einer explosiven Ausführung. Das Training sieht so aus, dass wir vorm Training entweder hier im Kraftraum sind oder nach dem Training. Das kann jeder Spieler für sich entscheiden und das wird auch so angenommen. Für mich ist wahnsinnig wichtig, nach meiner Verletzung, nach meinem Kreuzbandriss auch viel Augenmerk auf die Beinmuskulatur zu legen. Also gerade im vorbeugenden Bereich als auch im Muskelaufbaubereich und da lege ich viel Fokus drauf. Ich glaube, dass wir als Fußballer und Leistungssportler so einen wahnsinnigen Energieverbrauch haben, dass wir kaum die Möglichkeit haben, über normale Nahrung die ganzen Speicher wieder aufzufüllen. Und deswegen kommt uns das sehr entgegen, dass wir so eine Partnerschaft haben. Und ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut an und wird durchweg genutzt.